Hi und herzlich willkommen zurück zu TPA Season 3. Playoffs sind da, Leute. Was geht? Ich mache mich ein bisschen leiser. Ich glaube, ich bin ein bisschen laut gewesen gerade. Tut mir leid. Hi. Wir sind in den Playoffs. Erster Spieltag. Viertelfinale. Nee, Achtelfinale gegen ein bestimmtes Team. Ich bin wieder alleine heute. Ich werde mit Jeremy nebenbei ein bisschen schreiben. Der kann leider aber nicht reden. Bedeutet, ich muss mir auch gleich kurz vorm Kampf noch einen Aquakabel holen, damit mein Handy nicht ausgeht und damit ich schreiben kann. Wir kommen aber erstmal kurz zu den Sachen vorher vorm Kampf, denn unser Kader hat sich ein bisschen geändert. Ich gehe kurz drauf ein und sag euch, was wir uns dabei gedacht haben. Dragapult war frei. Ich habe mir gedacht, Dragapult wäre doch bestimmt ein geiles Mon. Wollte ich haben, habe ich mir geholt. Easy. Dann brauchte ich, wollte ich einen kleinen Mega-Change machen. Taubas sollte weg. Ich hatte Bock auf Thunderous. Prankstar gefällt mir. Wir haben damit einen besseren Defogger, eine bessere Defog-Option. Müssen nicht immer auf Mo vertrauen oder auf Team Echo. Und insgesamt ist es einfach viel besser für unser Team. Und dann halt Mega Garados als nochmal pretty nice Breaker. Oder halt Late Game Sweeper. Wie heute. Kleiner Spoiler. Zum Set. sonst hat sich nicht viel geändert. Die Rest ist gleich geblieben. Und, ich kann jetzt über das Gegnerteam reden. Nämlich spielen wir heute gegen Pinsir and the Wasp. Also gegen Sammy und TJ, gegen meinen Ex-Mate und insgesamt gegen zwei gute Freunde von mir, denen ich natürlich auch den Sieg heute gönnen würde, sollte das nicht klappen. Deren Team hat sich auch ein bisschen verändert. Jedoch können wir das Team nur so betrachten und nicht mit dem alten vergleichen, weil wir gegen das alte gar nicht erst gespielt haben. Bedeutet, gucken wir uns das an und wir sehen keinen Mega. Okay, ist eine Entscheidung, die sie halt in den Playoffs getroffen haben. Sie haben kein Mega mehr, sondern sind jetzt hier auf Zeraora Gliscor gegangen. Was halt ganz geil ist in meinen Augen. Ist ein guter Core. Ich komme da recht schwer vorbei, aber es geht. Insgesamt. Genauso, also insgesamt deren Core aus, deren SA-Core gefällt mir sehr gut. Also insgesamt deren Team gesamt gefällt mir sehr gut. SA synergiert super zusammen, B ergänzt perfekt und C gibt immer mal so eine, CD gibt eine gute Option immer rein pro Matchup. Beispielsweise jetzt diesen Spieltag kann ich schon sagen, dass Pokusan gar nicht mal so bad aussieht. Genauso wie aber das komplette S von A-Tier und B-Tier. Also ich glaube nur Tangela, Reboot und Hitmon sehen so okay aus, obwohl Hitmon auch ganz okay ist, aber insgesamt, ich kann nur sagen, womit ich rechnen werde, Zeraora, Gligar, Flampivian, Inteleon, Regidrago und Pokusan, I guess. Zumindest ist das auch das, worauf ich am meisten hoffe. Es kann aber auch immer noch sein, dass die Tauros Cherox reinbringen, anstatt zwei andere Mons. Aber ich glaube, dass deren S zu 100% mitkommen wird und Inteleon und Flampivian auch. Welches der anderen vier sie mitnehmen oder fünf. Oder 6 sogar, wenn man Hitmon dazu zählt. Weiß ich nicht ganz. Aber ist es jetzt auch nicht gerade so wichtig, sage ich mal. Wir kommen zu Our Kader, ne, sage ich mal. Wir kommen zum den Pets. Ich erkläre sie recht schnell. Wir haben einen Scarf Infernape, welches im Late Game ein bisschen Faxen machen soll. Einen Boots Tornadoes mit Defog, Hurricane, Heatwave und Tailwind. Tailwind, um ein paar bestimmte Mons Nidoqueen zu supporten, dass die auch noch ein bisschen faster sind, weil sie gut Damage machen. Haben wir Nidoqueen, Life Orb, Damage ist da. Mit Earth Power, Fire Blast, Ice Beam und Thunderbolt. Aromatis brauchen wir besonders wegen Regidrago. Es ist der beste Switch in das Ding und der beste Switch, in dem wir haben, insgesamt in viele der Dinge. Mit Moonblast, Wish, Protect und Toxic. Ein klassisches fürs Dev-Set. Haben wir einen anderen, zweiten Late-Game-Sweeper, theoretisch. Gyarados, Mega Gyarados. Mit Intimidate vor der Mega. Und dann Modebreaker in der Mega. Mit D-Dance, Waterfall, Earthquake und Scale Shot. Es soll eigentlich immer reinkommen, wenn es Hit überlebt. D-Dance drücken und dann durch gefühlt das komplette Gegnerteam gehen. Hoffentlich. Mit Scale Shot treffen wir übrigens Regidrago super, mit Waterfall die meisten und EQ die meisten anderen Sachen. Crunch ist tatsächlich in dem Spieltag gar nicht mal so nötig. Und zu guter Letzt haben wir Dragapult.
mit Specs Modest auf ein Inteleon gespeedcreept, weil ich gebe Fick, dass auch Zeraora da, wenn sie das predicted haben, kann Zeraora auf Adamant gehen, okay, wenn nicht, one-hitten wir das Zeraora eh. Also wir waren one in Zeraora eh, die Frage ist, ob das uns vorher one-hittet, das kommt halt dann auf Item und Wesen an. Also ich muss ein bisschen risky spielen, Zeraora ist fucking gefährlich in dem Spiel und ich muss gucken, wie ich es hinkriege. Ich hoffe auf natürlich, dass Zeraora gar nicht dabei ist natürlich, weil wenn das so der Fall ist, dann sieht es halt sehr free aus für mich. Aber ich denke nicht. Ich bin gespannt, was sie mitnehmen werden und ich sehe euch gleich im Kampf. Bis gleich. So, sind drin. Guten Tag, guten Tag. So, oh mein Gott, Jeremy, ich hasse dich. Also, was sehen wir? Taurus ist da, Pokusan ist... Warum ist Tangela dabei? Wo ist Inteleon und wo ist Dings? So, ich finde das halt gar nicht mal so bad. Ja... Jeremy schreibt mir gerade Dragalith und ich bin ehrlich, ja, sehe ich. Ich gehe rein. Das ist für mich ein Dragalith. Dachte halt wirklich dasselbe. Okay, die haben noch nicht gedrückt. So, falls ich so ein bisschen abkackt, da klingelt es, das, weil ich mit euch rede, während ich ihm schreibe. Holy shit, das ist halt ganz geil eigentlich. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Wenn die jetzt mit Zeraora reinkommt, ne? Physische Zeraora, Adamant Life Orb, sagen wir mal, ne? Dann müssen wir raus. Zu 100%. Und dann geht Knock. Dann geht ein Knock-Off. Okay. Das heißt übrigens, Jeremy hat mir kurz geschrieben, dass er ganz wahrscheinlich vielleicht noch dazukommt in den Talk. Das heißt, vielleicht ist er gleich da. Okay. Die überlegen mir so lange. Also was, guck mal. Ich habe eigentlich Bock, da, egal was reinkommt, außer Pokusan. Oh, Towers ist okay. Towers. Gehen wir mal von dem Adamant Set ab. Wir können hier Draco drücken. Können ja eigentlich Draco drücken, nichts möchte denn Draco rein, wenn Pokusan reinkommt, gehen wir halt einfach stumpf raus. Das ist halt jetzt hier eigentlich das Beste, was wir machen können. Glaube ich. Warte, ich guck mal kurz. Blizzcore. Batsdev. Hängt. Keine zwei Dracos. Wir drücken hier Draco. Ich frage nochmal Jeremy, wenn er mir jetzt bis gleich keine Antwort gibt, dann drücke ich Draco. Draco. Flash. Oh Gott, nervig. Okay, Pro Job. Aber es will leben. Noch einmal einfach. Aber warte jetzt. Hm.
überlege gerade, wollen wir hier auf Parfines raus? Auros. Roadshop. Oh, warum hat der Roadshop so wenig Schaden gemacht? Das ist halt weird. Und die sind. Das heißt Life Orb weg. Okay, dann gibt der Schaden Sinn. Ich sag halt, die gehen jetzt hier auf Pokus an. Würde halt sagen, entweder Affe, also unser Infernape oder Parfines. Ich will halt. Warte kurz, ich muss was nachgucken. Bam. Ey, warte, egal, Tauros hat kein. Tauros kann E-Speed haben, wie er will. Beam-Speed, ja, nee, das ist egal. Der kann uns ähnlich angreifen. Ist ein Ghost-Type. I don't know, ich würde jetzt hier. So, Jared schreibt hier gerade, by the way, um es für euch klarzustellen, Nidoqueen, aber ich habe ihm heute gesagt, Nidoqueen bringt nichts, weil wir auf Nidoqueen, ja, er schreibt dann Alpha, I guess, komm, wir gehen auf jeden Fall, nee, Froachop drücken, ja, die gehen auf Gleisscore raus, okay, dann passt das, ja. Nein. Also. Nein. Also. Okay. Ich würde hier einfach U-Turn drücken. Also, U-Turn hier drücken und gucken, ob sie drin bleiben oder nicht. Okay, dann nochmal Gliscor. Give me that attack. Ist Poison hier zu 100%? Jerry fragt gerade, wie ich das weiß, während sie geswitcht. Wäre das vor Turn passiert? Witches kommen immer als erstes. So, bleiben drin. Sind sie jetzt hier auf Rocks gegangen? Sind sie auf Hurricane gegangen? Haben sie überhaupt Hurricane? Nee, ne? Oder warte. Hat doch kein. Nee, das hat kein Hurricane. Hier. Ah, das Ding ist eh physisch. Also sind sie auf Acrobat.
Acrobatics? Nee, Acrobatics nicht. Welchen Move haben? Wir haben schon richtig einen Feintag-Move, ne? Ich würde jetzt hier einfach. Discord. Aromatis und dann Dragger hochswitchen. Hochwischen wäre eine Idee. Gyarados wäre hier eine Idee. D-Dance drücken. Nido dürften wir nicht reinbekommen. Die könnten hier EQ gedrückt haben. Ornate, das wäre hier eine Idee. Jeremy sagt Garados. Und actually finde ich gar nicht mal so bad. Toxic, okay, passt. Toxic passt. Idee. Warte, Mega Didi, sure? Ich weiß es gerade nicht. Mega Didi hier besser. Sure. Ja. Haben die einen Thunder Move? Nee. Flying Type. So. Ich würde einfach normal DD machen. Was macht eigentlich mehr Schaden? Der Facade oder der. Weil der die Fassade macht jetzt hier mehr Schaden. Die sind gegen Rocks, okay. Dann können wir jetzt hier auf plus 1 Mega Waterfall. Nee. Toxic to risk. Mega Waterfall. Gehen auf Tangela. Okay. Lass mich kurz gucken. Tangela. Hat wie viel Schaden kassiert? 17. Das ist ein Fist-Death. Das kann gut Fist-Death sein. Warte. Er ist definitiv Fist-Death. War eine High-Roll. Okay, wir müssen hier raus. Definitiv raus. Gegen Tangela können wir doch immer in Aromatis rein. Guckt uns ja gar. Oh, der Satzpunkt guckt uns ja gar nicht. So, wir können jetzt hier Eisfang haben, darauf müssen sie halt achten. Ich hätte Eisfang hier gemacht. Ich will nur kurz gucken, hätte ich jetzt Eisfang hier gehabt. Ich muss mich jetzt gerade in ihre Lage versetzen. Er macht auch nichts. Aromatis. Wenn kommt, werden sich hoch. Boxen. Boxen.
Warte kurz, ich kann den Tiger-Drain da mit nachgucken. War das? 24,7. Ja, dann war es eine Low Roll. Nee, warte. Das war gerade das. Aromatis. Das war eine. Ja, okay. Eine gute Roll einfach. Wish. Jetzt man kommt. Wish. Deck. Okay, er hat Jeremy weggedrückt. Passt. Okay. Wish again. Ich drücke Wish. Jeremy antwortet gerade nicht. Wish ist hier einfach das Intelligenteste, was wir machen können. Wirklich. Wenn sie jetzt hier rauswechseln auf irgendwas, können wir halt auch rauswechseln gleich. Wir haben den Defog of Tornadoes, wir haben die Left, wir haben den K-Wind. Wish ist hier der beste Play. Horus so angechippt ist ganz geil, to be honest. Insgesamt, sie haben keinen richtig guten CC-Switch. Und wenn Alcremie dead ist, dann kann Infernape später ganz geil durchgehen. Dafür muss Alcremie nur dien oder halt sehr low sein. Das kriege ich eigentlich mit Infernape selber hin. Dafür müsste ich halt Infernape Alcremie töten lassen oder halt mit Spam Junkshot. Das könnte auch. Stimmt, mit Gangshot könnten wir jetzt auch hier durch, maybe noch später, ich muss kurz gucken. Infernape Gangshot macht Tangela. Fuck, Tangela tankt gut, den müssen wir eigentlich mit Heatwave rausnehmen. Oder mit Flamethrower. Die überlegen wie wieder so lange. Wir switchen wahrscheinlich oder wir Toxic drücken. Sie können ja einfach auf Gleiskor rausgehen, safe und einen Tox drücken. Wenn sie auf Gleiskor rausgehen, würde ich eigentlich auf. Mal kurz Infernape gegen. Gleiskor. Halt nicht gerade geil wegen dem. Ja. Tornado sieht da schon lecker aus. Die Fassade. Okay, die Paranons. Okay. Wir haben Stunspore dabei. Da kriegen wir einen Cretox raus. Oder wir switchen. Umblas bringt hier nichts. Gegen Tankela. Das ist komplett egal. Also wir kriegen halt den. Nee, das ist ein Spitze Attack Drop. Frage, paaren sie hier wieder? Drücken sie. Wir können halt hier noch nicht auf Dragger raus. Soweit der tötet uns mit einem Gedrain auf der Range nach Rocks. So. Er tötet uns auch mit Sludge Bomb.
Ich finde den Switch auf Thrawn hier ganz gut. Wurm kommt. Jetzt müssen sie raus. Also ich will eigentlich Tangela wegbekommen. Ich bin ehrlich. Ich mal kurz Hurricane oder Defog. Okay, er sagt auch Hurricane hier. Der Aurora kommt. Confusion! Roma. Oder. Axt. Übrigens, richtig gut Zerora anchippen. Ist sehr, sehr, sehr wichtig. Infernape killt hier jetzt mit einem CC oder mit einem Ding. Und wir müssen jetzt Aromatis gehen und eigentlich scouten, ob sie Adamant, welches Item sie ist. Okay. So. Wären sie jetzt hier live Orb? Wie geil wäre das? Sehr geil, to be honest. weil die müssten sich dann auch mit Junkshot Range hauen. Übrigens glaube ich, dass es Garth Dame ist. Weiß jetzt nicht, halt. Können wir online? Nee, noch nicht. Ah, der schreibt mir auch gerade nicht. Okay, er schreibt mir gerade nicht. Ich würde einfach mal, na komm, wir gehen auf einen Roman. Kommt, läuft auch was weg. Gut, behalten wir also. Und ich drücke hier einmal. Kam auf Aromatis vorhin rein. Tangela kam rein. Ne? Soll ich jetzt hier ein Predict Toxic machen oder ein Wish? Find Wish Toxic eigentlich ganz geil, weil was soll jetzt Aurora hier machen? Warte kurz, ich kann aber Damage kalken. Soll ich Schaden bekommen? Nein. Makoff hat wie viel gemacht? Element. Glaube ich. Nee, das ist nicht. Das ist Choice Band Jolly. Das ist Bandit Jolly. Das ist Bandit Jolly. Jungs, ihr habt euch gerade hart outplayed. Ich weiß jetzt, was ihr seid. Okay, das ist Bandit Jolly. Jeremy schreibt mir immer noch nicht. Was könnte hier reinkommen? Es könnte hier Gligar reinkommen, es könnte hier Aikrimi reinkommen. Darm, Taurus. Glaube ich drücke hier Toxic. Drücke ich Toxic? Weiß ich, drücke ich hier Toxic? Drücke hier. Ich schreibe kurz Jeremy wieder die Auswahl.
Erstens ist es beendet, zweitens, der oder hat kein Poison, keine Poison Coverage. Könnte Iron Tail haben, aber mehr auch nicht. Jeremy ist nie da. Gehen hier auf Gleiscore. Wenn sie auf Gleiscore gehen, kann ich auch eigentlich wischen. Hier auf Toxic. Ich glaube nicht, dass sie auf Gleiscore gehen. Ich glaube nicht, dass die auf Gleiscore gehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf Darm gehen. Wenn sie auf Darm gehen, dann kann ich, glaube ich, Phase 2 einleiten. Das bedeutet, ich gehe nach. Ich opfere Parfiness, gehe auf Horn und drück Tailwind. Jo, sie kommen auf Darm. Perfekt. Au. Oh mein Gott. Das ist jetzt halt scheiße. Da haben wir eine Turn. Ist das nicht Bandit, kann es uns nicht killen. Sagen wir es so. Ist das nicht Bandit, kann es uns nicht killen. Ich gehe hier auf Toxic. Jupp. Komm, bitte, bitte, bitte. Come on. Scheiße. Ich hab mich noch so ein Wish rausbekommen, deswegen. Ich glaube, hier ist jetzt. Was wir jetzt in Scarf Darm reinschmeißen? Wenn das jetzt hier mich umbringt und dann das andere umbringt, kann ich richtig Thunderbolt sogar drücken, aber ich würde dann nicht gehen. Will ich auf den Polik gehen eher? Ich kann halt alles anschippen so, ne? Oder die gehen jetzt halt dann auf Pokusan, ist die Frage. Mimi ist halt so, ne? Ja, Creamy hat Bock, das Ding. Okay, Protect. Ball. Okay, die wollen für den Kill gehen. Wollen hier für den Kill. Ja, opfer das. Okay. Jetzt Fragezeichen. Wir können den Fernape droppen. Arm. Ja,
Der Blitz macht viel zu viel Schaden, Jeremy. Deswegen ist Gyarados jetzt hier nicht der Play. Frenape CC oder von Tailwind besser. Eben vorher. Warte kurz. Und auswählen. Switching out kann man. Was, wenn ich jetzt Box auswähle? Death Rock Guarantee. Wir sind auf. Ja. Nein, Rockstar. Auch. Warte, ich guck mal genau die Leben an. Ja, genau, 113. 13 KO. Oh, warte. Ich hab Gyarados. So, jetzt ist die Frage. Waterfall oder Switch Out Predict? Können sich Damen aufsparen, wenn sie auf Tangela gehen. Gibt Torn eigentlich einen Bit von dem? Pickt Base. Der Chip ist halt nichts. Gut.
Jeremy will jetzt auf Waterfall gehen, aber ich sag halt nee. Macht keinen Schaden. Es hat einen zu hohen Fist-Death-Wert, Jeremy. Die opfern Tauros. I hate you. Gut. Ich hasse Jeremy, aber ich liebe ihn auch zur gleichen Zeit. Ist es halt. Warum drückst du? Mein Gott, jetzt sind sie mit Leica drin. Raffiness Landing. Ah, wird schwer, dass wir das noch gewinnen. Raiders of Ice Core. Wir können halt. No. Ah, nee. Ich poison hier nicht. Gott, überleg gerade. Und Discord, ich drücke ja eigentlich Fog immer. Eigentlich immer die Fog drücken. Kann halt hier ein fucking Toxic kommen, aber der juckt mich nicht. Ich bin hier Opfern in dem Moment gefühlt. Aber das kann nie weiter nochmal Rocks legen, wir drücken. I don't know. Jetzt hätte ich jetzt den Eisiemund gehabt, oder? Ist kein 6-0 wenigstens. Aber es sieht nicht gut aus. Das Gleiger hatte noch keinen Schaden bekommen, oder? Gleiger kam rein. Der Frog D-Dance. Auf Tangela raus. Nee, ist noch nicht. Ob's. Bachelor Fist Devil ist.
Deswegen weiß ich nicht, was ich hier drücken möchte. I guess, wir testen es einfach aus. Oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn das jetzt hier Bis-Death ist, dann können wir das Ding mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zuhitten. Wenn das jetzt hier Spätstaff ist, dann habe ich ein Problem. Na komm, Hurricane. Alcremie kommt. Bin ich gut. Komm. Okay. Okay. Hurricane. Hurricane. Triff dich selber. Ist mir egal. Hurricane trifft, du triffst dich jetzt selber. Ich gehe jetzt auf die Hex. Das war gerade so huge. Oh mein fucking Gott. Mad Lad. Mad Lad Horn. Warte mal kurz. Ich kalk das erstmal. Hey, Creamy. Wann? Mund 40 heißt, das ist entweder Fizz oder Spätstaff. Ne, es ist Fizz oder Full HP einfach. Und das war dann eine Low Roll und wir können zwar nicht killen, aber ich kann die Confusion kriegen. Ich geh drauf. Komm. Ja! Nice! Nice, nice, nice! Okay. AK Tweet Wave. Alcremie dead. Ich hab ne. Ich sehe Chancen. Richtig gute Chancen. Darm kommt rein. Digga. Weißt du was, Darm? Nimm dich gern an. So. Welche Tailwind? Wirkliche Tailwind. Na gut, und dann habe ich eine richtige Position so. Ja. Oh. Oh Gott, okay. Hero Queen. Hino Queen. Earth Power. Tangela. Drück jetzt die Earth Power, drück dann Ice Beam, egal was kommt. Das sieht winnable aus. Ich krieg noch auf irgendwas einen Draco raus. Außer auf, wenn Aura drin ist, aber Aura darf eigentlich nicht gegen Nido drin sein. Wir müssen jetzt hier rumswitchen. Einmal mindestens opfern.
Oh, come on. Ich kann das hier nicht opfern, deswegen muss ich hier auf Power drücken. Itay Winstrats! Detail Winstrats! Discord kommt rein, passt. Ice Beam. Oh, die haben Tech dabei. Oh, egal, Ice Beam. Das ist halt grad nicht geil. Egal. Das ist halt jetzt wieder richtig scheiße. Aber wenn Darm mich tötet, kriege ich einen Frag. Ah, nee, Darm. Ja, okay. Ich muss jetzt überlegen. Ah, warum haben die Protect dabei? Was seid ihr für Ekliger? Der Tact hat mich jetzt wieder. Ach Gott, der Tact hat mich jetzt gekriegt. Könnte auf den Predict gehen, aber wenn Glasscore weg ist, ist es eigentlich mit am besten. Dazu, am Ende Turn. Beleben ist der. Ich auf. Ja, die könnten auch hier auf Tangela gehen, deswegen. Wenn wir Tangela abwerfen, wäre am besten sogar. Geht nur nicht auf Darm, bitte. Bitte. Keine Ahnung. Ice Beam Crit crittet nicht. Ice Beam Crit würde nicht mal gehen. Nein, warum? Ah, was mache ich? Kann nicht freezen. Fuck, 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 fuck. Die überlegen genau, ob sie drin bleiben oder nicht. Ich gehe auf den Ice Beam. Fuck der Shit. Bin auf 100, 901. Rocks weg. Okay, es ist. 103 machen die, ne? Hm. Wenn jetzt Darm reinkommt, dann muss ich auf CC gehen. Gleich. Und dann ist es ein bisschen over. Weil Tangela stirbt durch den CC nicht. Wegen Tangela muss ich dann raus auf Gregor. Warte kurz, ich guck mal kurz, wie es laufen würde. Burnape. Auf Darm kann ich auch. Ich könnte auch. Darm kann ich auch Gangshot. Auf Discord. Habe ich irgendwas um zu twitten? Nee. Habe ich nicht. Ja, das ist ein Problem. Wir könnten auch jetzt hier auf den Double Tag gehen, so, ne? Das wäre halt jetzt das Beste für die. Wenn sie jetzt den Double Tag bekommen, dann. Ah, GG. Dann verliere ich halt komplett mein Momentum. Obwohl ich dann trotzdem schneller wäre.
Also, was mich retten würde, wäre Max Roll Crit. Das rettet mich hier. Beziehungsweise, Darm bringt sich selber um, wenn es reinkommt. Das ist halt das Dumme bei denen gerade. Darm bringt sich eigentlich selber um, ja. Also, ich... es ist schwer. Wenn halt Darm tot ist, müsste ich gucken, in was sie gehen. Und dann entscheiden. Die wissen noch nichts über Affi. Wissen noch nichts über den Affen. So, bedeutet... Was wäre das Schlechteste für mich gerade? Warte kurz. Macht... Ne, Flareblitz. Aber... Fuck my life. Ach Gott. Nichts. Ach Gott. Ob er hier reinkommt, ich weiß jetzt nicht. Oder dann gegen den. Ja, aber. Oder irgendwas gegen ihn. Wenn Aura hier reinkommt, das ist ein richtiger Fail von denen. Einfach mal auf Klo. Ah Gott, ich muss. Hilfe. Wir müssen halt gucken, was wir drücken. Explain, please. Ice Beam. Hat Sarah Aura hier bitte uns? Hat das Aquatail oder so? Kein Water Move, das hat kein Psychic Move. Hack trifft nicht gut. Resnot auch nicht. I know you're Bandit so, ne, aber. Wollt ihr den Life Orb wegkriegen oder was? Kurz. Der Live-Orb rettet Gliscor, könnte Gliscor retten. Oh.
Outrage. Ah ja. Okay. Weird Flex, Bro. Weird Flex, das ist halt... Richtig Weird Flex. Wenn Darm reinkommt, schmeißen wir Zerora ab. Ich meine, schmeiß mal nicht Zerora, Dragapult ab. Würde ich sagen. Dann drücken wir CC. Oder nee. Ich glaube, dann können wir. Mit dem Kate aber nicht. Kommt drauf an, was jetzt hier reinwechseln, so, ne, muss ich sagen. Ice Beam. Ihr seid. Ihr spielt Speed! Egal, warte kurz. Dragapult. Discord. Let me think about it. Also. Draco ist hier probably die beste Option. I guess. Ich bin Speed. Warum spielt ihr Speed? Okay, Jeremy ist jetzt da. Warum spielen die auf ihrem defensiven Gleichscore Speed? Ich bin verwirrt. Weiß nicht, machen wir mit Streamern am PC, ist kein Dings, kein Game. Okay, das kann jetzt ein bisschen laggy werden bei mir. Obwohl doch, ich hab's. Okay, ich würde hier auf Pult gehen, Draco drücken. Das bringt uns eigentlich in eine gute Position. Die haben kein Roost dabei. Das drücken. Was ist? Wir können auf Surf drücken. Ja, aber dann kann Tangela einfach reinkommen. Tangela kommt nicht in Dings rein. Tangela kommt nicht in den Dragapult Draco rein. Nichts kommt in den Draco rein. Wenn wie viel Schaden macht das? Es kann, kommt drauf an, ob das Gliscor hier physisch oder defensiv ist. Nee, ich meine Dings. Ich meine, wie viel macht die Rocks? Die Rocks machen nicht genug. Gut. Wir haben keine Rockschwäche. Warte, noch nicht drücken, ne? Ach, okay. Mach ich nicht. Wenn sie Death invested sind, kann der Draco hier killen. Deswegen, wir gehen hier auf Draco. Einfach für den Chip. Ich brauch das. Wissen. Problem ist, Infernape 2 hittet leider. Das scheiß Dings nicht. Gleichscore. Und das. Angela hat auch nicht. Detecten, okay. Wir drücken Draco. Scheiße, aber wir kriegen den Minus, ne? Ja, wir drücken trotzdem Draco. Wir gehen auf Darm, die... Oh, von Darm. Baby, das war schon meine Fault, that's what it's all about. Warte kurz. Das ist gut. Aber ne, wir kommen nicht mehr in die Rocks rein. Nicht gut. Wir drücken jetzt hier trotzdem Draco. Ja. Wird. I guess. Ja, wir haben keine andere Chance. Warte kurz. Ja, I guess. Okay, hier sind Dings. Passt. Können wir es schaffen noch oder verlieren wir jetzt? Ich glaube Crit ist durch einen Crit, nur durch einen Crit. Oder durch vielleicht zwei Crits. Warte kurz, ich kann kurz sagen, die sind speziell defensiv. Nee, nicht CC. Wir müssen hier Flare Blitz drücken. Flare Blitz Crit, I guess. Oh. Flare Blitz. Come on, please. Ja, okay, vorbei. Das war ein Crit. Was? Ja, Crit and Lose.
Es ist eine Crit-Min-Roll gewesen. Crit-Min-Roll. Pain! Unverdient. GG, ja. Aber... Nee, es ist... Die haben gut gespielt. Wir haben sogar noch einen Crit bekommen, aber wäre dabei. Ach Gott. Der Protec hat mich gehabt. Der Protec hat uns gefickt gehabt. Aber ja, komm, können wir nichts machen. Ey, ich find's voll okay. Bro. Wir haben eine gute Season gespielt. Wir sind jetzt erste Runde raus, aber passt schon. Ne, du bist in die Playoffs gekommen. Nächste Season wird besser, okay? Ist mit easy für mich. Ja, nächste Season du mit Andy, ich mit Robin. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's mit der TPL Season 3. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns beiden hier auf der kleinen Reise zuzuschauen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne etwas Positives da lassen. Schaut gerne bei den anderen TPL-Teilnehmern oder beim TPL-Talk vorbei, wenn ihr mehr TPL Season 3 wollt. Wir sehen uns in anderen Projekten wieder. Ich glaube, es wird jetzt leider auf dem Main-Channel bei mir ein bisschen stiller. Aber wenn ihr aktiveren Content sehen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es einen kleinen Let's Play Anime Gaming Channel mäßig von uns. Einer kleinen Gruppe von mir, Andy, Jeremy, Robin bisher. AWF. Wenn eine Person eine andere Person umbringen würde? Umbringen. Ja, Cindy. Umbringen. Umbringen, meine ich. Ah, stechen, stechen, überall spritzt Blut. Alles knackt. Ja. Alles wird in Hackfleisch gestückelt. Ich zünd euch an. Das sagt er nicht. Ihr zündet euch gegenseitig an, ihr zwängt euch gegenseitig. Es ist alles scheißegal, Hauptsache einer stirbt. Könnt gerne vorbeischauen, wenn ihr euch für Visual Novels, RPGs oder andere Games in Zukunft noch interessiert. Ja, danke an dich, Jeremy, fürs Team. Kurs geht raus, ne? Hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, bis dann und ciao. Tschüss.